Ja, die sind alle schlecht gelaunt hier. Immer diese schlechte Laune. So. Das speichern wir nochmal. Also wir hatten schon gestern schon mal, oder vor letzten Mal schon gespeichert. So. Na komm, dann sprechen wir mit Usopp. Was für ein Zufall. Ja. Bist du mein Gegner? Mein Gegner? Kommt drauf an. Worauf? Hm. Ob du gern vermöbelt wirst? Wenn ja, dann raus mit der Kohle. Amüsieren wir uns. Ja. Na gut, warten bringt nichts. Komm mit. Gut. Seid ihr zwei bereit? Mhm. Mhm. Bereiter geht's nicht. Möge der bessere Schläger gewinnen. Ja, wir müssen uns erstmal wieder eingefinden. Schluss! Da. Das Match ist vorbei! Gut, da müssen wir uns erstmal wieder einfinden. Ja. Aber wir kriegen den hin, bestimmt. Der Typ ist ja relativ langsam. Ja. So. Also bist du. Wo? So. Na gut. Spiel speichern. Neuer Speicherstand. Extra so. So, jetzt komm du, Affe. Weiter geht's nicht. Möge der bessere Schläger gewinnen. Na. Na. Ah. Wir hatten schon runter auf 50% und dann ist dann ja. Wow, oh, mei, oh, mei. Ja, komm. Wollen wir jetzt mal hinbekommen, ne, den Typen hier aus der Uniform zu hauen. Geht's nicht.
Ja, toll. Das ist doch scheiße. Also, wir dürfen ihn definitiv. Also, Schläger hat er drauf, da fliegt dir die Mütze weg. So ist es nicht. Ja. Der mit seiner Lachfresse da. Sieht aus wie ein Clown. Seid ihr zwei bereit? Mhm. Bereiter geht's nicht. So. Scheiße. Fast. Fast hätten wir ihn gehabt. Da war nicht mehr viel. Da war nicht mehr viel, wirklich nicht. So. So, beim nächsten Mal hauen wir jetzt. Und mal schauen, als wir ihn ja aus der Uniform klatschen. Sorry, also während des Kampfes werde ich nicht reden, also. So, schon mal die Hände auswählen. Bereiter geht's nicht. So. So, dann haben wir ihn jetzt ein bisschen wieder angeeckt. Ugh!
Scheiße. So. Ja, komm. Stopp! Genug! So. Der Kampf ist vorbei! Wie hat gewonnen? Ja, endlich! Das war echt geil. Ich grinse über beide Ohren. Ja, das merke ich. Hier ist dein Gewinn. Hast du dir verdient. Okay. Danke. Du bist ein echter Freak. Weißt du das? Und du bist Mr. Normalo? Fass dir an deine eigene Nase. Hey, diese Granate wird irgendwann hochgehen. Ich habe das Teil gemieden, aber jemand anders... Ja. Ich weiß. Wir müssen alle sterben. Bei meinem Tod gibt's dann ein Feuerwerk. Ach, du liebes Bisschen. So, jetzt Journal. Ich hab gesagt, Journal. So. Warte, bis Mancy dich nach einem Tag anruft. So. Glückwunsch zu deinem Sieg. So, da kommt unser Autochen. Und damit fahren wir jetzt erstmal zum letzten Kampf und dann schließen wir das ab. So, das ist ja nicht weit, ne? Oh. Sitzen und warten. So, dann haben wir das auch erledigt, ne? Alina lat bogo sala. Yaptan nyo. Ha, okay. So. Ja, und was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Wir schauen. Jo. Ja, okay.
Voll. Deine Chance? Gute Frage. Du bist gut. Sehr gut. Aber diese Tüten. Ja. Ja, toll. Vielleicht hat Victor ein paar Tipps. Weg ist hier? Hm? Wer würde sich sowas entdecken? Aber ganz ehrlich, sieht schlecht für Knochen. Vielleicht besser so. Wenn Razor eh gewinnt, dann kannst du genauso gut bis daran verdienen. Ja, ich höre. Was ich dir jetzt sage, muss zwischen uns bleiben. Klar? Natürlich. Komm zur Sache. Worum geht's? So, jetzt. Komm. Also gut, ich weiß, dass Sport eigentlich fair sein sollte. Aber das Leben ist es nicht. Nee, das Leben ist es nicht. Nee. Razors Manager will, dass die ganze Stadt davon hört, was für Schmerzen sein großer Star im Ring verursacht. Okay. Mein Vorschlag. Hau ein paar Mal daneben. Lass dich treffen. Und mach's dir dann auf dem Boden gemütlich. Wie viel? Mhm. Sehr viel. Mehr als bei einem Sieg. Okay. Okay, ich mach's. Ha. Ich wusste gleich, dass du richtig tickst. Ja. Komm, lass uns zurück, ehe jemand misstrauisch wird. Hm. Hey, können wir reden? Dauert nicht lang, versprochen. Was gibt's? Was gibt's? Nicht was, sondern wer? Mhm. Razor. Walt hat mal gegen ihn gekämpft. Damals, als Razor gerade angefangen hat. Ja. Mein Dad ging in Runde 3 K.O. Der Kampf wurde beendet. Aber Razor hat ihn weitergeschlagen. Noch 3 Minuten lang. Mhm. Er hat überlebt, aber... Verstehe. Geht die Geschichte noch lang? Nein. Sie ist zu Ende. Wie mein altes Leben. Und mein jetziges. Oh je. Und nur, dass Razor seine gerechte Strafe trägt. Er soll sich fühlen wie mein Dad damals. Lass mich in Ruhe. Verzieh dich, Schädling. Los. Fick dich selber! Fick dich! Kann ja schlecht die Kleine enttäuschen und dann gleichzeitig hier einen auf Kacke hauen, ne? Was? Eine Runde! Wirst du mir die Füße küssen und um Gnade flehen? Mhm. Los geht's. Meine Damen und Herren! Aufgepasst, Night City! Zeit für das Schwergewichtsfinale! Heute treten gegeneinander an! Razor U! Und wie! Großen Applaus! Mhm. Hallo, Vic. Hey, was machst du denn hier? Was denkst du denn? Ich bin hier, um den Kampf des Jahres zu sehen. Die ganze Stadt redet davon. Ja. Enttäusch mich nicht. Hörst du? Wie? Hey, wie fühlst du dich so kurz vorm Kampf? Scheiße. Ganz ehrlich? Mir ist schlecht. Er ist ein harter Gegner. Aber niemand ist unbesiegbar. Nicht mal er. Was meinst du? Der Typ ist eine Maschine. Nanofall-Skin, Schockabsorber. Er spürt nicht mal einen Schlag auf den Kopf mit einem Fleischklopfer. Wow. Lass mich ausreden. Er hat eine Schwäche. Vor einer Woche hat er sich Bauchmuskeln austauschen lassen. Die hat sein Körper noch nicht voll integriert. Okay. Wenn du ihn da triffst, wird es sehr wehtun. Danke, Vic. Ich werde dran denken.